wird konservativ, patriotisch, freisinnig, kritisch. Der Zurzeit-Podcast mit Andreas Mölzer. Österreich und Ungarn, zwei verfreundete Nachbarn. Da war nun also der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán in Wien. Und die Mainstream-Medien und die linken Parteien haben natürlich aufgeheult. Da hieß es, er sei ein Autokrat, ein Putin-Versteher und natürlich ein notorischer EU-Querulant. Überhaupt sei sein Konzept von der illiberalen Demokratie der Weg in die Diktatur. Und insgesamt müsse man sich fragen, ob dieser Orbán und seine Ungarn noch zu Europa gehören würden. Jüngster Anlass für diese Orbán-Kritik war seine Rede, die er in Siebenbürgen gehalten hatte. Dabei habe er extreme und rassistische Positionen von sich gegeben, so hieß es in unseren Medien. Was aber hat Viktor Orbán dort wirklich gesagt? Eigentlich nur, dass die Ungarn Ungarn bleiben wollten und nicht wie im übrigen westlichen Europa durch Massenzuwanderung zu einer multiethnischen, multikulturellen Gesellschaft werden wollten. Nachdem Orbán aber nun vor wenigen Tagen von Bundeskanzler Nehammer in Wien mit allen Ehren, die einem ausländischen Staatsgast gebühren, empfangen wurde, war die Kritik besonders groß. Insgeheim mag Nehammer in Orbán durchaus ein Vorbild sehen, allein, um ihn wirklich zu kopieren, dafür ist Nehammer wohl zu schwach. Eines weiß er allerdings mit Sicherheit. Die Mehrheit der Österreicher, mit Sicherheit jedenfalls die Wähler der FPÖ und wohl auch die meisten Wähler der ÖVP, dürften in Orbáns Politik auch für Österreich ein Vorbild sehen. Bedingungsloses Eintreten für das eigene Land und die eigene Bevölkerung, Erhaltung der eigenen Kultur, wenn es sein muss, auch gegen die Vorgaben aus Brüssel. Insgesamt haben die Österreicher natürlich ein ambivalentes Verhältnis zu Ungarn. Zwar lebten wir Jahrhunderte in einem gemeinsamen Staatswesen, die alten, durchaus zwischendurch auch überaus brutalen Konflikte sind aber deshalb nicht vergessen. Das begann schon bei der ungarischen Landnahme im 10. Jahrhundert. Zuerst fielen die Magyaren marodierend und plündernd bei uns ein, dann lehrten wir sie in der Schlacht auf dem Lechfeld Mores. Später haben die Österreicher etwa nach der Revolution von 1848 tausende Ungarn, die den Aufstand gewagt hatten, an den Alleebäumen der Pusta hängen lassen. Und im Ersten Weltkrieg, so heißt es, haben die Ungarn den hungernden deutschen Österreichern kaum Lebensmittel geliefert. Andererseits aber haben wir nach dem Ungarnaufstand von 1956 wieder Zehntausenden Ungarn Exil gewährt. Aber so ist das eben. Österreich und Ungarn sind so etwas wie verfreundete Nachbarn. Viktor Orbán jedenfalls dürfte weiterhin der Stachel im Fleisch des EU-Zentralismus bleiben. Er tritt als einsamer Rufer gegen die Russland-Sanktionen auf. Er setzt sich als einziger vehement gegen die anhaltende Massenzuwanderung nach Europa ein. Und er geißelt als einer der wenigen die Dekadenz in den europäischen Demokratien westlichen Zuschnitts. Seine Familienpolitik ist beispielhaft, sein Patriotismus nicht zu leugnen und, was wohl am wichtigsten ist, er hat die breite demokratische Zustimmung der ungarischen Bevölkerung. Also, Chapeau, Herr Orbán. Wird konservativ, patriotisch, freisinnig, kritisch. Der Zurzeit-Podcast. Kommentare, Analysen, Interviews, Berichte. Jede Woche neu mit den Journalisten von Zurzeit.